Hi, ja, ich bin Christian, wir sind in Offenbach und wir sind von, oder ich bin von Mio Boards. Wir bauen Wooden Surfboards, Kite Surfboards, Foilboards und ja, und die Dinger sehen ein bisschen crazy aus, nämlich so. Also das ist jetzt nur ein Anschauungsobjekt, die sehen normalerweise geschlossen dann so aus. Das ist jetzt ein Waveboard, Steckenpferd, Waveriden oder halt auch Hydrofoilen. Twin Tips gibt es bei uns gar nicht, ist uns irgendwie, wahrscheinlich liegt es am Alter, wahrscheinlich sind wir einfach zu alt. ja, wir haben eine super spannende Konstruktion uns überlegt, weil wir haben ganz lange mit Schaum gebaut und PU und EPS und das war uns dann doch ein bisschen zu staubig und zu giftig und hat uns eigentlich nicht gut getan. Da haben wir uns überlegt, was können wir tun, um irgendwie da weniger Gift einzuatmen, weil mit dem dicken Kopf immer nach Hause, das hat uns keinen Spaß gemacht. Kurz überlegt, wir könnten was aus Holz bauen. Holz ist ziemlich schwer, leider. So ein Brett würde, wenn wir das jetzt in Vollmaterial hätten, 32% mehr wiegen. Das ist eine Hausnummer, also das wiegt jetzt so um die 3 Kilo. Und das wäre dann ungefähr so über 4 Kilo für so ein Board und das können wir ja keinem antun. Ja, dann haben wir uns so eine Konstruktion ausgedacht, wie man hier möglichst materialsparend und stabil etwas konstruieren können. Das Ganze ist gefräst, vorher berechnet. Die Kammern wurden so angeordnet, dass wir die Druckeinleitungspunkte und Ableitungspunkte und was Impact und was weiß ich möglichst gut verteilen können. Gerade hier beim Hydrofoil, also hier sind die Mastanbindungen, brauchen wir hier in dem Bereich ziemlich viel Kraft und dementsprechend viele Knotenpunkte haben wir hier auch drin. So im Nose-Bereich ist dann praktisch nicht mehr viel. Das ist ziemlich hohl, also ziemlich große Flächen. Das sind so vier. Und das war's dann schon. Ja, das ist erstmal so die grobe Konstruktion. Achso, genau. Dann, das haben wir auch noch überprüft im FEM. Das ist finite Elemente-Analyse. Da haben wir dann geschaut, wo sind besonders viele Kräfte und haben das uns angeschaut. Da überall, wo es rot war, da haben wir es verstärkt und haben dann immer mehr Material rausgenommen, um das Optimum rauszuholen. Weil Gewicht ist ja bekanntlich wichtig. die Idee, aus Holz zu bauen, das kommt natürlich daher, ich bin Tischler, habe eine Werkstatt mit einer CNC-Fräse, alle Möglichkeiten, um Holz zu verarbeiten. Und somit war das der Schritt zum Holz eigentlich ein ganz kleiner und eigentlich auch der naheliegendste, ist klar. Ich mache das mit dem Sebastian, der ist Diplom-Ingenieur für Maschinenbau. Und daher kommen auch dann diese technischen Details, dass wir dann irgendwie diese Berechnungen machen können, um es zu optimieren. Da wir uns überlegt haben, nur Holz zu verwenden, und möglichst wenig schlechte oder giftige Materialien zu nehmen, haben wir uns dann überlegt, dass wir natürlich auch ein Harz benutzen, das möglichst nachhaltig ist. Das heißt, wir benutzen ein biobasiertes Harz. Das ist aktuell noch da ist ein 30-prozentiger Pflanzenanteil drin. Aktuell gibt es leider noch kein 100-prozentiges, aber es ist die Reise geht dorthin. Wir nehmen das Bioharz und versuchen, alles möglichst nachhaltig herzustellen. Das heißt, unsere Abfälle werden geschreddert, kompostiert. Wir trennen natürlich Müll. Der ganze Betrieb ist mit Ökostrom. Wir sehen zu, dass unsere Materialien und Zubehörteile nachhaltig hergestellt werden, sodass wir auf jeden Fall gewährleisten können, dass wir ein möglichst grünes Produkt haben. Die Geschichte des Goldlevels.
bei der Recherche und auf der Suche nach Materialien, die wir benutzen können, bin ich auf die Seite von SustainSurf gestoßen. Und die haben ein Eco-Board-Project ins Leben gerufen. Und das ist ziemlich interessant. Die fördern nämlich Unternehmen, indem sie halt dieses Level oder Label rausgeben und überprüfen, ob denn auch Surf-Brands nachhaltig herstellen. Und sie geben dazu Tipps, indem sie halt sagen, welche Harze verwendet werden können, welche Materialien besonders gut sind und stehen auch beratend zur Seite, was man alles verändern kann. Und dann bin ich nämlich zu EcoBoard, zu dem Project gekommen, habe das vorgestellt. Es hat ein bisschen gedauert. Wir hatten einen riesen Audit gehabt, irgendwie 2 Stunden telefoniert und besprochen, vorab sehr viele Informationen rausgegeben, wo wir unser Material herbekommen und wie wir mit dem Müll umgehen und so weiter. Und dann nach einem Jahr ungefähr, also wir hatten erst das Level 1, und nach einem Jahr ungefähr haben wir dann das Gold-Level bekommen. Das ist ziemlich abgefahren. Das kriegt man eigentlich nur, wenn man wirklich alles richtig macht. Ich glaube sogar, dass es in Deutschland eigentlich niemand hat. Die Holländer haben es, glaube ich, Liowe-Boards oder wie die heißen. Die haben das drin, die haben das tatsächlich bekommen. Der Mario Rothwald hat da auch wohl was bekommen, aber ich glaube, der hat ein Level 1. Aber auch schon sehr gut. Also die Reise geht auf jeden Fall dahin, dass man irgendwie besser und nachhaltiger baut. Das Material, das wir verwenden, wir nehmen tatsächlich Holz. Paulownia heißt das. Das ist in fast jedem Kiteboard drin inzwischen. In ganz vielen Skiern, in ganz vielen Snowboards, im Boardsport generell. Das ist ein sehr leichtes Holz, was fast überhaupt kein Wasser aufnimmt, hat unfassbare Rückstellkräfte und ist ziemlich stabil. Und der Vorteil bei uns ist tatsächlich, dass wir ja schon ein festes Material haben, das wenig Stützstruktur oder zusätzliche Verstärkung braucht. Das heißt, wir haben eigentlich nur ein sehr, sehr dünnes Glasgewebe von 125 Gramm. Und darüber kommt nur eine ganz dünne Lage, also ein bisschen Harz drüber. Wir haben nicht mal 1 Kilo Harz pro Board. Ich glaube, wir haben 760 Gramm pro Brett. Das ist sehr wenig. Lustigerweise sind wir dadurch, durch unsere Bauart, sind wir so stabil, dass wir auch einen unfassbaren Flex und Leben in diese Bretter bekommen. Wir haben, das ist ja wie ein Skateboard gebaut. Ich kann es mal kurz zeigen. So, man kann sich hier einfach so draufstellen wie so ein Flummi. Und ja, geht einfach immer wieder zurück in die Form und geht nicht kaputt. Es knackst nicht, bricht nicht, gar nichts. Also angefangen hat der ganze Spaß mit Mio eigentlich so, dass mein Sohn sagte, er hätte gern ein Longboard. Aber da wir ja alle Skater sind, dachte ich so, oh nee, ein Longboard, ich kaufe keins. Gut, okay, dann haben wir gesagt, okay, wir bauen eins. Haben wir gemacht, super Ding, war echt der Hammer, direkt eingeschlagen. Wir sind in den Longboardladen gegangen, haben es vorgestellt und er hat direkt gesagt, nehme ich, baut mir diese Bretter, ich verkaufe die für euch. Dann haben wir Boards gebaut von Kids für Kids, total cool. Meine kleinen 12 und 14 Jahre alten Kinder haben Boards gebaut mit mir zusammen und haben sich so ihr Taschengeld verdient und so fing alles an. Jetzt sind wir in der Werkstatt. Wir haben hier eine CNC-Fräse, die haben wir extra so konstruiert, dass man auch mal ein Surfboard drauf shapen kann. Also es ist eigentlich eine Shaping-Maschine mit besonders hoher Z-Achse. Das heißt, wir können sehr hohe Teile auch durchschieben oder sehr große Aufbiegungen oder Radien bauen, fräsen, wie auch immer. Selbst gebaut, hat ein bisschen gedauert, über ein Jahr, aber hat sich gelohnt. Ist ganz, ganz geil geworden. Ich starte das mal, dann kann man mal sehen, wie das läuft bei uns.
wird ein bisschen lauter werden. Wir brauchen ungefähr so 10 bis 12 Stunden pro Board. Fertig gebaut, fertig laminiert und Oberfläche gemacht. Fräsen ungefähr eine Stunde, je nach Aufwand. Die Freeride-Bretter sind nicht ganz so aufwendig wie jetzt unsere Raceboards. Die Raceboards haben auch noch eine gefräste Phase, das ist sehr aufwendig und dauert sehr lange. Die Fräsen insgesamt, glaube ich, 8 Stunden. Da gibt es auch, glaube ich, auf Instagram ein Bild, da sieht man ungefähr, wie aufwendig das ist. Also es ist schon ziemlich gigantisch, der Aufwand. Also hier haben wir jetzt das aktuelle 2020er Raceboard. Das ist natürlich ein sehr schmales Brett, auf Sebastian seine Füße ausgelegt. Also das kann man bei uns auch so bestellen. Je nach Schuhgröße können wir dann den Shape dementsprechend verändern. Das ist jetzt für 42. Passt hier perfekt drauf. Wir haben eine feste Anbindung, keine Tuttlebox, das ist aber geschuldet. Wir haben eine Gesamtdicke von 48 mm und da ist die Tuttlebox aktuell einfach noch zu lang. Aber wir überlegen uns was, da kommt noch was. Ja, es ist eigentlich fast wie ein Boot. Sehr leicht, sehr hohl, sehr stabil, sehr schnell und wunderschön.